Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 3. Juni 2018. So, ich habe mich verbunden bereits und hier nach den Botschaften gefragt. Ich bitte dich jetzt, dass du dich voll und ganz in diese Energie des heutigen Tages hineingibst, dich entspannst und einfach dich hineinfühlst, was dich heute so erwarten wird. Ich hoffe, du konntest wunderbar entspannen und bist nun bereit für die heutige Tagesbotschaft. Die erste Karte aus dem Venus-Orakel. Also die Begegnung. Lerne aus deinen Begegnungen, höre und spüre, entwickle eine offene Sprache. Und dazu nochmal die Bedeutung. Also achte auf jene Menschen, die dir begegnen heute. Sei aufmerksam bei diesen Begegnungen. Sie wollen dich etwas lehren, dich auf etwas hinführen. Du ziehst in deinem Leben jene Menschen an, zu denen du Resonanz in dir trägst. Also keine Begegnung ist zufällig. Jede Begegnung entspringt aus dem Einverständnis deiner Seele. Achte auf deine Sprache. Setze mit deinen Worten niemals dein Gegenüber unter Druck. Die Begegnungen verlangen von dir eine offene und wertfreie Sprache. So, dass du einfach nicht in der Bewertung gehst, sondern offen und wertfrei die Menschen begegnest, weil du die ja auch in dein Leben so angezogen hast, weil du halt mit denen in Resonanz bist, ne? Du ziehst ja immer die Menschen an, mit wem du in Resonanz bist, und auch deine Seele war damit einverstanden, bevor du inkarniert hast, ne? Und setze deine Worte niemals dein Gegenüber unter Druck mit deinen Worten. Jetzt schauen wir mal, welche Engel dich heute begleitet. Also da kommt Erzengel Jophiel. Mit deiner Hilfe gelange ich an meine innere Weisheit. Ja. So, dann kommt die zweite Karte, Engel für Mut und Beharrlichkeit. Ich nehme mutig und mit allen Konsequenzen die Herausforderungen meines Lebens an. Also es ist ganz wichtig, dass du ohne Wenn und Aber dein Leben mit allen Konsequenzen heute annimmst. So, da kommt nochmal der Engel für Entscheidung und Neuorientierung. Ich treffe selbst meine Entscheidungen, damit nicht über mich entschieden wird. So wichtig, dass du heute klar und deutlich eine Entscheidung triffst und dadurch auch deinen Standpunkt, ja, und auch diese Neuorientierung signalisierst. Also Engel für Veränderung und Verwandlung. Alles im Leben ist Veränderung. Also ist nochmal eine Karte. Natürlich, wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, ja, und mutig bist, dass es eine Veränderung mit sich zieht, ja. Und du kannst auch hier wunderbar hier Erzengel Jophiel, ne, um die innere Weisheit bitten, dass er dich begleitet. Jetzt schauen wir mal, was die Drachen für dich für den heutigen Tag sagen. So, dann kommt die Ehrlichkeit.
Ich bin ehrlich zu mir selbst und schöpfe daraus neue Kräfte. So ganz wichtig, dass du ehrlich mit dir selber bist, in erster Linie, dass du dir nichts vormachst heute, ja? Dann kommt die Liebe. Liebe durchströmt mich. Liebe ist überall in mir und um mich herum. Dass du auch die Kraft der Liebe in dir erkennst, wie viel Liebe doch du in dir trägst. Dass das auch ganz wichtig ist, dass du ehrlich bist. Auch Liebe kann auch für Selbstliebe sein, für Nächstenliebe, für deinen Partner, für deine Familie, für deine Freunde. Allgemein diese Liebe für die Tiere, Liebe für die Pflanzen, Liebe für die Natur. Ja, und dann kommt die Karte nochmal Segnungen. Ich fühle mich von Leben gesegnet und segne durch mein Sein ebenfalls die Welt. Also, dass du das erkennst, wie viele Segnungen du doch in deinem Leben hast und das besonders heute, dass du das reflektierst, heute an dem heutigen Sonntag und dass du von diesem Segen auch für die Welt etwas zurückgibst und ebenfalls die Welt segnest. So, und da kommt die Lebensfreude. Ich öffne mich der Freude und fühle, wie mein Leben leichter und schöner wird. Also, dass du dich wirklich für die Freude öffnest, dass du diese Traurigkeit und Melancholie alles loslässt und fühle die Freude in dir und genieße diese Leichtigkeit und Schönheit in deinem Leben. Das war die Tagesbotschaft für 3. Juni 2018. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Interesse, dass du mein Video angeschaut hast und ich freue mich, wenn du mein Video teilst, damit das auch ganz, ganz viele Menschen erreicht und diese Tagesbotschaft als Begleitung bei ganz vielen Menschen auch ankommt, ja? Und ich freue mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst, so verpasst du kein Video mehr von mir. Wenn es etwas Neues, wenn es etwas Spontanes vom Kanal Rika gibt, wirst du direkt benachrichtigt, ja? Und wenn du mir einen Kommentar schreibst, dass diese Legung für dich gerade gepasst hat oder dass dir das gefallen hat, da freue ich mich sehr. Und natürlich antworte ich auch schnell wie möglich auf deinen Kommentar. Und natürlich, wenn du mein Video likest, das ist dann so nochmal so ein so eine Aha-Erlebnis, freue ich mich sehr. Dann merke ich auch, damit dir meine Arbeit auch gefällt und auch eine wertvolle Unterstützung für deinen Alltag ist. So, ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.